Herzlich willkommen zu Let's Read Folge 41 und Play at Home. Markus und Olli sitzen mal wieder auf ihrer Couch und haben ein Buch vor ihrer Nase. Welches das ist, hat euch Markus eben angeteased, aber wir haben es euch noch nicht verraten. Oder wir werden es euch noch nicht verraten, denn heute werden wir zunächst erst einmal den Autor vorstellen. Genau, wir ziehen es nämlich anders auf und das ist der gute Mann auf diesem Foto. Da sieht er äußerst, aus. Und dieser gute Mann ist Professor Dr. Kevin Dutton. Er ist Forschungspsychologe am Calaver Research Center for Evolution and Human Science des Magdalen College der Universität Oxford. Er ist Mitglied der Royal Society of Medicine and Society for the Scientific Study of Psychopathy und Autor des Bestsellers Gehirnflüsterer, die Fähigkeit, andere zu beeinflussen. Warum ich euch das heute ausnahmsweise mal vorgelesen habe, ist naheliegend, wie ihr es gerade gehört habt, weil es echt ein Zungenbrecher gewesen wäre. Und dieser Autor gehört unter anderem zu folgendem Buch. Zu Psychopathen. Unter anderem solche wie wir. Und das möchten wir euch heute vorstellen, beziehungsweise anlesen. Soweit alles richtig? Was? Und der gute Olli würde beginnen, wenn er denn lesen könnte. Mein lieber Markus, es ist ja so. Also Psychopathen mit dem Untertitel, was man von heiligen Anwälten und Serienmördern lernen kann, beginnt mit dem ersten Kapitel, dem Stich der Skorpione. Aha. Groß und gut sind selten dasselbe. William Churchill. Winston Churchill. Ja. Ein Skorpion und ein Frosch sitzen am Ufer. Ein Witz! Nein. Ein Skorpion und ein Frosch sitzen am Ufer eines reißenden Flusses. Beide müssen hinüber auf die andere Seite. Die Geschichte kenne ich. Hallo, Herr Frosch, ruft der Skorpion durch das Schilf. Wären Sie so nett, mich auf Ihrem Rücken über das Wasser zu bringen? Ich habe auf der anderen Seite wichtige Geschäfte zu führen und ich kann bei so starker Strömung nicht schwimmen. Der Frosch wird sofort misstrauisch. Herr Skorpion, erwidert er, ich verstehe, dass Sie auf der anderen Seite des Flusses wichtige Geschäfte tätigen wollen, aber denken Sie mal einen Moment lang nach über Ihre Bitte. Sie sind ein Skorpion. Sie haben einen großen Giftstachel an Ihrem Schwanzende. Sobald Sie sich auf meinen Rücken lasse, werden Sie mich stechen. Sie können gar nicht anders. Der Skorpion hat schon mit solchen Einwänden des Frosches gerechnet. Er antwortet: Mein lieber Herr Frosch, Ihre Vorbehalte sind absolut nachvollziehbar. Aber es liegt eindeutig nicht in meinem Interesse, Sie zu stechen. Es ist wirklich wichtig für mich, auf die andere Seite des Flusses zu gelangen. Und ich gebe Ihnen mein Wort, dass Ihnen nichts geschehen wird. Der Frosch sieht ein, dass etwas dran ist an dem, was der Skorpion sagt, und gibt sein Widerstreben auf. Er erlaubt ihm, auf seinen Rücken zu klettern und hüpft ins Wasser. Zunächst ist alles in bester Ordnung und läuft nach Plan. Doch nach der Hälfte der Strecke spürt der Frosch plötzlich einen stechenden Schmerz im Rücken. Aus dem Augenwinkel sieht er, wie der Skorpion den Stachel aus seiner Haut zieht. Ein tödliches Taubheitsgefühl kriecht ihm in die Glieder. Du Dummkopf! Achso. Du Dummkopf! Quack! Der Frosch. Du hast gesagt, du müsstest auf die andere Seite, um Geschäfte zu tätigen. Jetzt werden wir beide sterben. Der Skorpion zuckt die Achseln und führt auf dem Rücken des ertrinkenden Froschs ein Tänzchen auf. Herr Frosch, antwortet er lässig, Sie haben es selbst gesagt. Ich bin ein Skorpion. Es entspricht meinem Wesen, zu stechen. Dann verschwinden der Skorpion und der Frosch im schmutzigen, trüben Wasser des Stroms. Und keiner von beiden wurde je
wiedergesehen. What? Das war eine Geschichte über ein geiles Buch. Hammer. Die Moral von der Geschichte? Psychopathen gibt es nicht. Skorpione stechen nicht. Naja, dürftig. Bestandteil des Wesens. Mhm. Im Jahr 1980 wurde dem Amerikaner John Wayne Gacy der Prozess gemacht. Bei der Gelegenheit erklärte er mit einem Seufzer, sein einziges Verbrechen sei es, dass er einen Friedhof ohne Lizenz betrieben habe. Es war wirklich ein Friedhof. Zwischen 1972 und 1978 hatte Gacy mindestens 33 junge Männer und Jungen mit einem Durchschnittsalter von etwa 18 Jahren vergewaltigt und ermordet und dann in einen Kriechkeller unter seinem Haus geschafft. Eins seiner Opfer, Robert Donnelly, überlebte Gacys Aufmerksamkeiten, aber er wurde von ihm so gnadenlos gequält, dass er ihn anflehte, es hinter sich zu bringen und ihn zu töten. Gacy war irritiert. "Dazu komme ich noch", erwiderte er. "Ich habe das Gehirn von John Wayne Gacy in den Händen gehalten. 1994 wurde er durch eine Todesspritze hingerichtet." Dr. Helen Morrison, eine Zeugin der Verteidigung bei seinem Prozess und eine der weltweit führenden Experten in Bezug auf Serienmörder, hatte bei seiner Autopsie in einem Chicagoer Krankenhaus assistiert. Anschließend war sie mit einem Konservenglas auf dem Beifahrersitz ihres Buick, in dem Gacys Gehirn hin und her schwappte, nach Hause gefahren. Sie hatte herausfinden wollen, ob es etwas gab. Läsionen, Tumore, eine Krankheit, das sein Gehirn von den Gehirnen normaler Menschen unterschied. Bei den Tests kam nichts Ungewöhnliches heraus. Jahre später hatte ich das Vergnügen, mit Dr. Morrison in ihrem Büro in Chicago bei einer Tasse Kaffee über die Bedeutung dieser Untersuchungsergebnisse zu sprechen. Darüber, was es bedeutete, dass man nichts gefunden hatte, keinerlei Anomalien. Ich fragte sie: "Heißt das, dass wir im Grunde genommen tief in unserem Inneren alle Psychopathen sind? Dass jeder von uns die Neigung zum Vergewaltigen, Töten und Quälen hat? Wenn es keinen Unterschied zwischen meinem Gehirn und dem von John Wayne Gacy gibt, was genau macht denn dann den Unterschied aus zwischen mir und diesem Psychopathen?" Helen Morrison zögerte etwas und wies dann auf eine der fundamentalen Wahrheiten der Neurowissenschaften hin. "Ein totes Gehirn unterscheidet sich stark von einem lebenden", sagte sie. "Von außen betrachtet mag das eine Gehirn dem anderen sehr ähnlich sehen, aber dennoch können sie völlig unterschiedlich funktionieren. Ausschlaggebend ist, was passiert, wenn die Lichter an sind, nicht wenn sie aus sind. Gacy war ein so extremer Fall, ich hatte mich ja gefragt, ob vielleicht noch etwas anderes die Ursache seines Handels war. Irgendeine Verletzung oder Schädigung des Gehirns oder eine anatomische Anomalie. Doch das war nicht der Fall. Sein Gehirn war normal. Was erneut deutlich macht, wie vielschichtig und schwer durchschaubar das Gehirn ist, wie schwierig es ist, ihm seine Geheimnisse zu entlocken. Zum Beispiel können Unterschiede in der Erziehung oder andere zufällige Erfahrungen subtile Veränderungen der internen Verdrahtung und der Chemie herbeiführen, die dann später für tektonische Verschiebungen des Verhaltens verantwortlich sind." Als Helen Morrison so bildhaft vom Licht und den tektonischen Verschiebungen des Verhaltens sprach, erinnerte ich mich an ein Gerücht, das ich einmal über Robert Hare, Psychologieprofessor an der Universität of British Columbia und einer der weltweit führenden Autoritäten in Bezug auf Psychopathen, gehört hatte. In den 1990er Jahren hatte Hare bei einer wissenschaftlichen Zeitschrift ein Forschungspapier eingereicht, in dem er unter anderem über EEG-Reaktionen von Psychopathen und Nicht-Psychopathen bei der Durchführung einer Wortaufgabe berichtete. Hare und sein Co-Autorenteam hatten den Testteilnehmern eine Anzahl von vermeintlich beliebigen Buchstabenfolgen gezeigt und sie aufgefordert, so schnell wie möglich festzustellen, ob diese Folge sinnvolle Wörter enthielten. Die Ergebnisse waren frappant. In den Buchstabenfolgen gab es emotional befrachtete Wörter wie Krebs und Vergewaltigung und neutrale Wörter wie Baum oder Teller. Die normalen Teilnehmer identifizierten diese emotional befrachteten Wörter viel schneller als die Psychopathen. Für die Psychopathen waren die Emotionen irrelevant. Die Zeitschrift, so das Gerücht, hatte das Forschungspapier abgelehnt. Wie ich später erfuhr, nicht wegen seiner Schlussfolgerung. Nein, es ging um etwas ganz anderes.
Einige der EEG-Muster, so behaupteten die Kritiker, seien so anormal, dass sie nicht von wirklichen Menschen stammen konnten. Aber das taten sie definitiv. Ich war fasziniert von den Rätseln und Geheimnissen des psychopathischen Geistes. Angeregt durch mein Gespräch mit Helen Morrison in Chicago, besuchte ich Robert Hare in Vancouver und wollte von ihm wissen, ob das Gerücht wirklich stimmte. War das Forschungspapier wirklich aus diesem Grund abgelehnt worden? Wenn ja, was war mit den untersuchten Gehirn los? Ziemlich viel, wie sich herausstellte. Es gibt 4 unterschiedliche Arten von Gehirnwellen, erklärte er mir. Von Beta-Wellen wären Phasen großer Wachsamkeit über Alpha- und Theta-Wellen bis hin zu Delta-Wellen, die den Tiefschlaf begleiten. Diese Wellen spiegeln die unterschiedlichen elektrischen Aktivitäten im Gehirn zu verschiedenen Zeiten wider. Bei normalen Mitgliedern der Bevölkerung wären Theta-Wellen mit meditativen Phasen oder Schlafphasen assoziiert. Doch bei Psychopathen treten sie auch während normaler Wachphasen auf, manchmal sogar während Phasen stärkerer Erregung. Die Sprache hat für einen Psychopathen keine tiefere Bedeutung. Sie ist für ihn nicht emotional besetzt. Wenn ein Psychopath zum Beispiel sagt, ich liebe dich, dann hat es für ihn nicht viel mehr Bedeutung als ein Satz, ich hätte gerne eine Tasse Kaffee. Das ist einer der Gründe dafür, warum Psychopathen bei extremer Gefahr so kühl, ruhig und gefasst bleiben und warum sie so belohnungsgesteuert sind und Risiken eingehen. Ihr Gehirn ist buchstäblich weniger eingeschaltet als das Gehirn von anderen Menschen. Ich dachte wieder an Gacy und an das, was mir Helen Morrison erzählt hatte. Auch Gacy hatte nach außen hin völlig und sogar einmal mit der damaligen First Lady Rosalynn Carter fotografiert worden. Ich habe eine Zeile übersprungen. Auch Gacy hatte nach außen hin völlig normal gewirkt. Er war eine Stütze seiner Gemeinde gewesen und sogar einmal mit der damaligen First Lady Rosalynn Carter fotografiert worden. Seinen inneren Skorpion verbarg er unter einem Deckmantel von Liebenswürdigkeit und Charme. Doch es war Bestandteil seines Wesens, zuzustechen, auch wenn das seinen Untergang bedeutete. Leck mich am Arsch, hat er wohl gesagt, als er den Hinrichtungsraum betrat. Sprechen durch G. Fabrizio Rossi war früher Fensterputzer gewesen. Doch sein Faible für Morde hatte schließlich die Oberhand gewonnen. Und nun verdiente er damit sogar seinen Lebensunterhalt. Als wir uns an einem milden Frühlingsmorgen gemeinsam mit einem Gefühl des Unbehagens in John Wayne Gacys Schlafzimmer umsehen, frage ich ihn, wie es kommt, dass wir Psychopathen so unwiderstehlich finden. Warum sie uns so faszinieren? Diese Frage hört er eindeutig nicht zum ersten Mal. Das Entscheidende ist wohl, sagt Rossi, dass Psychopathen einerseits so normal, ja uns so ähnlich sind, sich aber andererseits so stark von uns unterscheiden. Ich meine, Gacy hat sich als Clown verkleidet und ist bei Kinderpartys aufgetreten. So ist das mit den Psychopathen. Nach außen hin wirken sie so gewöhnlich. Doch wenn man an der Oberfläche kratzt und wie in Gacys Fall in den Kriechkeller späht, weiß man nie, auf was man stößt. Wir befinden uns natürlich nicht in Gacys tatsächlichem Schlafzimmer. Vielmehr handelt es sich um einen Nachbau, Teil einer Ausstellung und ein Museum, das sicher ein Anwärter für den Titel »Grausigstes Museum der Welt« ist. Das Serienkiller-Museum in Florenz an der Via Cavour, einer prachtvollen Straße in der Altstadt von Florenz, nur einen Steinwurf vom Dom entfernt. Und Fabrizio Rossi ist sein Kurator. Das Museum ist gut besucht. Alle sind dort vertreten. Von Jack the Ripper bis zu Jeffrey Dahmer. Von Charles Manson bis zu Ted Bundy. Bundy sei ein interessanter Fall, sage ich zu Rossi. Ein böses Omen für die verborgene Macht des Psychopathen. Ein peinigender Hinweis darauf, dass sich in dem Kriechkeller noch weitaus mehr verbergen könne, als dunkle Geheimnisse, wenn man nur genau genug hinsehe. Kinderleichen zum Beispiel. Rossi ist, gelinde gesagt, überrascht. Aber Bundy ist doch einer der berüchtigsten Serienmörder aller Zeiten, meinte er. Er ist einer der größten Attraktionen des Museums. Was soll es denn da noch mehr geben, außer diesen dunklen Geheimnissen? 2009, 20 Jahre nach Bundys Hinrichtung in Florida State Prison, als Bundy zum elektrischen Stuhl geführt wurde, forderten die örtlichen Radiosender ihre Hörer auf, die Haushaltsgeräte auszuschalten, um die Stromzufuhr zu maximieren.
beschlossen die Psychologin Angela Book und ihre Kollegen an der Brook University in Kanada den amerikanischen Serienkiller beim Wort zu nehmen. Bundy, der Mitte der 1970er Jahre in einem Zeitraum von 4 Jahren 35 Frauen den Schädel einschlug, hatte während eines Interviews mit dem für ihn typischen jungenhaften, durch und durch amerikanischen Lächeln gesagt, er könne ein gutes Opfer einfach an seinem Gang erkennen. »Ich bin der abgebrühteste Hurensohn, dem Sie je begegnen werden«, hatte Bundy verkündet. Da mochte er wohl recht haben, aber so fragte sich Angela Brooke, war er vielleicht auch einer der Schlausten? Um dies herauszufinden, führte sie ein einfaches Experiment durch. Zunächst ließ sie 47 männliche Studenten die sogenannte Self-Report Psychopathy Scale ausfüllen. Das ist ein Fragebogen, der speziell zu dem Zweck entworfen wurde, psychopathische Persönlichkeitsmerkmale zu messen. Und zwar nicht in einem Gefängnis oder in der Psychiatrie, sondern bei der Bevölkerung allgemein. Im Anschluss teilte Book die Probanden in 2 Gruppen ein, je nachdem, ob sie bei diesem Test eine hohe oder eine niedrige Punktzahl erzielt hatten. Dann nahm sie ein Video mit 12 neuen Teilnehmern auf dem diese zu sehen waren, wie sie durch einen Flur von einem Raum zum anderen gingen. Dort füllten sie einen standardisierten demografischen Fragebogen aus, der die folgenden beiden Fragen mit einschloss. Erstens, sind sie schon einmal zum Opfer gemacht worden, ja oder nein? Zweitens, wenn ja, wie oft? Schließlich zeigte Book den ursprünglichen 47 Testteilnehmern die 12 Videoaufnahmen und stellte ihnen folgende Aufgabe. Bewerten Sie auf einer Skala von 1 bis 10, wie gefährdet jede der Zielpersonen ist, ausgeraubt zu werden. Der Gedankengang war einfach. Wenn Bundys Behauptung stimmte und er wirklich in der Lage gewesen war, potenzielle Opfer schon in ihrem Gang zu erkennen, dann müsste es so, vermutete Book, den Probanden mit einer hohen Punktzahl auf der Self-Report Psychopathy Scale besser gelingen, die Schwäche der Zielperson einzuschätzen, als den Probanden mit einer niedrigeren Punktzahl. Genau das war dann auch der Fall. Als Book die Prozedur mit klinisch diagnostizierten Psychopathen aus einem Hochsicherheitsgefängnis wiederholte, fand sie aber noch etwas anderes heraus. Auch wenn die erste Studie gezeigt hatte, dass die psychopathischen Studenten mit der hohen Punktzahl gut darin waren, Schwächen zu erkennen. Die klinischen Psychopathen setzten dem noch eins drauf. Sie erklärten ausdrücklich, dass sie die Schwäche der Menschen an ihrer Art zu gehen erkannt hätten. Wie Bundy wussten sie genau, wonach sie suchten. Kannst du auch noch nehmen? Ich dachte nur, Röntgenblick Angela Books Ergebnisse sind keine Eintagsfliege. Ihre Studie gehört zu einer wachsenden Zahl von Forschungen, durch die es in den vergangenen Jahren möglich wurde, Psychopathen in einem neuen, facettenreicheren Licht zu zeigen. Das ist ein anderes Licht als der düstere Schatten, den Schlagzeilen und Hollywood-Drehbuchautoren auf solche Menschen werfen. Die Ergebnisse dieser Forschung sind schwer zu verdauen. Man begegnet ihnen in der Regel mit einer gesunden Portion Skepsis. So auch in dem mörderischen kleinen Eckchen von Florenz, wo ich mich aufhielt. Wollen Sie sagen, dass es zuweilen nicht unbedingt schlecht ist, ein Psychopath zu sein? Fragt Rossi ungläubig. Nicht nur das, erwiderte ich mit einem Nicken. Manchmal ist es sogar gut, einer zu sein, wenn man nämlich genau deswegen einen Vorteil gegenüber anderen Menschen hat. Dexter. Der ehemalige Fensterputzer war offensichtlich weit davon entfernt, sich überzeugen zu lassen. Und wenn man sich in einem Museum, seinem Museum umsah, war das nicht weiter verwunderlich. In die Gesellschaft von Bundy und Gacy will man wirklich nicht geraten. Seien wir ehrlich, wenn sich dann auch noch ein paar Dutzend andere von diesem Typus in den Ecken drängen, ist es wohl schwierig, das Positive zu sehen. Doch das Serienkillermuseum erzählt nicht die ganze Geschichte. De facto nicht einmal die halbe. Denn das Schicksal eines Psychopathen hängt, wie Helen Morrison erläutert hatte, von einer ganzen Reihe von Faktoren ab. Einschließlich Genen, Familienverhältnissen, Erziehung, Intelligenz und Chancen. Und wie diese Faktoren miteinander interagieren. Mitunter auch sexuelle Vorlieben. Jim Curry, der Vizepräsident der US National Society... Das ist so schlecht. Jim Curry, der Vizepräsident der US National Association of Chiefs of Police, sieht das ähnlich... Punkt. Eigenschaften, die man häufig bei psychopathischen
Serienkillern antrifft, ein grandioses Selbstwertgefühl, Überzeugungskraft, oberflächlicher Charme, Rücksichtslosigkeit, fehlende Reue, sexuelle Unterentwicklung und die Fähigkeit, andere Menschen zu manipulieren, sind so Curry nach Unterpolitikern und Führungspersönlichkeiten weit verbreitet. Zunge locker. Unter Menschen also, die sich nicht vor der Polizei verstecken, sondern ganz im Gegenteil tun. Ein solches Profil, sagt Curry, erlaubt es den Betreffenden zu tun, was sie wollen, wann immer sie es wollen, völlig unbeeindruckt von den sozialen, moralischen oder rechtlichen Folgen ihres Handelns. Wenn sie unter einem solchen Stern geboren wurden und so viel Macht über den menschlichen Verstand haben, wie der Mond über das Meer, dann ordnen sie womöglich den Mord an 100.000 Kurden an und schlurfen mit einer solch rätselhaften Renitenz zum Galgen, dass selbst ihre schärfsten Gegner eine perverse, unausgesprochene Hochachtung empfinden. Ich habe vor niemandem Angst, soll Saddam Hussein wenige Minuten vor seiner Hinrichtung gesagt haben. Wenn sie gewalttätig und durchtrieben sind wie Robert Maudsley, ein Hannibal Lecter des wirklichen Lebens, dann locken sie womöglich einen Mitinsassen in ihre Zelle, schlagen ihm mit einem Tischlerhammer den Schädel ein und verspeisen sein Gehirn. So lässig, als handele es sich um ein weichgekochtes Ei. Maudsley hat übrigens die vergangenen 30 Jahre in Einzelhaft verbracht, eingesperrt in eine mit Panzerglas ausgekleidete Zelle im Kellergeschoss des Wakefield-Gefängnisses in England. Ja, ein bisschen weiter. Sind Sie jedoch ein brillanter Neurochirurg, der auch unter immensem Druck eiskalt und fokussiert handelt, dann könnten Sie, so wie James Garrity, Ihr Glück auf einem ganz anderen Spielfeld suchen. Auf den entlegenen Vorposten der Medizin des 21. Jahrhunderts, wo das Risiko mit einer Windgeschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde hereinweht und der Sauerstoff für langes Nachdenken zu dünn ist. Ich habe kein Mitgefühl mit denen, die ich operiere, sagt er mir. Diesen Luxus kann ich mir einfach nicht leisten. Im OP werde ich wiedergeboren, als kalte, herzlose Maschine, völlig eins mit Skalpell, Bohrer und Säge. Wenn man dem Tod hoch oben über der Schneegrenze des Gehirns ein Schnippchen schlagen möchte, sind Gefühle unangebracht. Emotionen sind äußerst schlecht fürs Geschäft. Ich habe sie im Laufe der Jahre so gut wie ausgemerzt. Garrity gehört zu den Top-Chirurgen Großbritanniens. Bei seinen Worten läuft es einem kalt über den Rücken. Andererseits leuchten sie auch ein. Kaum hat man das Wort Psychopath ausgesprochen, tauchen im Kopf Bilder von Serienkillern, Vergewaltigern und verrückten Bombenlegern auf. Was aber, wenn ich Ihnen ein völlig anderes Bild zeichne? Wenn ich Ihnen sage, dass der Brandstifter, der Ihr Haus niederbrennt, in einem Paralleluniversum auch der Held sein könnte, der sich mutig in ein brennendes, einsturzgefährdetes Gebäude stürzt, um nach ihren Lieben zu suchen und sie dort herauszuholen. Oder dass der Jugendliche, der in einer dunklen Gasse mit einem Messer auf sie lauert, zu einer anderen Zeit an einem anderen Ort mit einem anderen Messer bei einer Operation ihr Leben retten könnte. Solche Aussagen sind natürlich schwer zu glauben. Dennoch sind sie wahr. Psychopathen sind furchtlos, selbstsicher, charismatisch, skrupellos und fokussiert. Doch im Gegensatz zur landläufigen Meinung nicht unbedingt gewalttätig. Das klingt nicht nur gut, es ist auch gut. Oder kann es vielmehr sein? Es hängt ganz davon ab, welche anderen Persönlichkeitsmerkmale sich noch dazugesellen. Der Fall ist es keineswegs so klar, wie es auf Anhieb scheint. Entweder ist man ein Psychopath oder man ist keiner. Es gibt innere und äußere Zonen der Störung, ein bisschen wie bei den Tarifzonen auf einer U-Bahn-Karte. Wir haben es, wie wir in Kapitel 2 sehen werden, mit einem Spektrum zu tun, auf dem fast jeder von uns seinen Platz hat. Nur eine kleine Minderheit bevölkert die Innenstadt. Ein Mensch kann zum Beispiel unter Druck eiskalt sein und etwa so viel Empathie zeigen wie eine Lawine. Einigen von dieser Sorte werden wir später auf dem Börsenparkett begegnen. Das bedeutet nicht automatisch, dass er auch gewalttätig, antisozial oder gewissenlos handelt. Ein solches Individuum weist zwar zwei psychopathische Merkmale auf und steht damit auf der psychopathischen Skala höher als jemand, dem diese Merkmale fehlen. Damit ist es aber noch weit entfernt von der Gefahrenzone derjenigen, die sämtliche psychopathischen Merkmale aufweisen. Zwischen einem Tiger Woods und jemandem, der an den Wochenenden zur Erholung Golf spielt, gibt es keine scharfe, klare, definierbare Trennlinie. Genauso unscharf ist auch die Grenze zwischen einem Weltklasse-Psychopathen und jemandem, der sich lediglich psychopathisch verhält. Psychopathische Merkmale sind wie die Stellknöpfe und Schieberegler an einem Mischpult. Wenn man alle auf Maximal stellt, kommt ein Soundtrack heraus, mit dem keiner etwas anfangen kann. Wird der Soundtrack jedoch zusammengemischt,
dass einige Köpfe und Regler höher eingestellt sind als andere. So wie zum Beispiel Furchtlosigkeit, Fokus, Mangel der Empathie und mentale Härte. Härte! Kann es sich um einen überragenden Chirurgen handeln, der auf seinem Gebiet höchste Leistungen vollbringt? Natürlich ist die Chirurgie nur ein Beispiel dafür, dass sich ein psychopathisches Talent als vorteilhaft erweisen kann. Es gibt andere, nehmen wir zum Beispiel die Strafverfolgung. Im Jahr 2009, kurz nachdem Angela Buck die Ergebnisse ihrer Studie veröffentlicht hatte, beschloss ich, eigene Forschungen zu betreiben. Wenn es wie Buck festgestellt hatte, Psychopathen tatsächlich besser gelang, Schwächen zu erkennen, dann musste es auch Bereiche geben, in denen sich diese Fähigkeit zum Vorteil der Gesellschaft nutzen ließ. Die Erleuchtung kam mir, als ich einen Freund am Flughafen abholte. Wir werden alle ein bisschen paranoid, wenn wir durch den Zoll gehen, dachte ich mir. Selbst wenn wir völlig unschuldig sind, doch wie würde es sich wohl anfühlen, wenn wir wirklich etwas zu verbergen hätten? An einem Experiment nahmen 30 Studenten teil. Die Hälfte von ihnen hatte auf der Self-Report Psychopathy Scale eine hohe Punktzahl erzielt, die andere Hälfte eine niedrige. Darüber hinaus gab es 5 mögliche Täter. Die Aufgabe der Studenten war leicht. Sie mussten in einem Klassenzimmer sitzen und beobachten, wie die potenziellen Täter durch eine Tür hereinkamen, eine kleine erhöhte Bühne überquerten und auf der anderen Seite wieder hinausgingen. Doch das war nicht alles. Die Studenten mussten aus den Bewegungen der Täter auch schließen, wer von ihnen schuldig war. Wer von den 5 ein scharlachrotes Taschentuch schmuggelte. Um den Anreiz zu erhöhen, erhielt der schuldige Täter, das heißt, der mit dem Taschentuch 100 Pfund. Gelang es der Jury, ihn zu identifizieren, musste er das Geld zurückgeben. Kam der schuldige Täter jedoch davon, weil der Verdacht auf jemand anderen fiel, wurde er belohnt und durfte die 100 Pfund behalten. Die Täter waren eindeutig nervös, als sie ihren Auftritt hatten. Aber wer von den Studenten würde der bessere Zollbeamte sein? Würden sich die Raubtierinstinkte der Psychopathen als verlässlich erweisen oder würde ihr Gespür für Schwächen sie im Stich lassen? Die Ergebnisse waren außergewöhnlich. Von den Probanden, die auf der Self-Report Psychopathy Scale eine hohe Punktzahl erzielt hatten, pickten über 70% den Schmuggler heraus. Bei den Probanden mit einer niedrigen Punktzahl schafften es nur 30%. Schwächen zu erkennen mag also durchaus zum Werkzeug eines Serienkillers gehören. Aber es könnte auch sich am Flughafen als nützlich erweisen. Oh, recht. Das war Psychopaths. Die Psychopathen. Genau. Truppe. Und krasse Scheiße. Über Ted Bundy habe ich übrigens wirklich auf YouTube meinen Bericht gesehen, im Trigger Serial Killers. Kann ich an dieser Stelle mal kurz empfehlen. Wie heißt denn der Vati von einer schrecklich nette Familie? Ed Bundy. Ach, Ed. Okay. Ted Bundy. Okay. Ich hoffe, das ist nicht daran angelehnt. Ja, ich habe so gemerkt, wäre was für mich? Serienkiller sein? Nee, Psychopath. Habe ich auch gemerkt. Die nötige Härte, die Kaltherzigkeit, die unzähligen Zuschauer, die du in Kommentaren schon virtuell umgebracht hast. Nein. Olli hat auf jeden Fall viel über sich erfahren. Was ist der Unterschied zwischen einem Soziopathen und einem Psychopathen? Ein Soziopath würde nur mit mir streiten und ein Psychopath wie du würde mich umbringen nach der Folge. Bist du sicher? Okay, gut. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Gut. Weißt du es? Nö. Ich würde eher sagen, ein Soziopath handelt vielleicht noch aus Logik. Noch mehr aus Logik und aus einem Drang. Und Psychopathen einfach nur... Ja gut, das ist auch mehr ein Zwang als ein Drang, oder? Ich würde auch sagen, dieses ganze, überhaupt die ganze Problematik, alles, was sich so mit der menschlichen Psyche beschäftigt, interessiert mich auch und ist sicherlich sehr... abgründig und tiefgründig. Also, ich meine, da bedarf es bestimmt einiges, um dahinter zu steigen. Ja, auf jeden Fall finde ich die Problematik sicherlich ganz schwierig. Ist ja, wie mit allem, was sich mit dem Gehirn beschäftigt, ist es ja... viel. Ja, viel. Genau das war das Wort, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall, das Buch... hat ein bisschen näher gebracht, was einige von euch sich vielleicht auch schon dachten konnten oder dachten, dass im Inneren genau das in ihnen schlummert. Ich habe eben auch gesagt, ich glaube, so ist es bei mir auch. Was nichts heißen soll, Markus. Ne? Letzte Folge dann nur mit einem von uns beiden. Wahrscheinlich wäre es sein. Atomexplosion entscheidend. Ich werde dann mal kurz in die Küche gehen. Ja. Auf jeden Fall eigentlich guter Einstieg,
sicherlich vielleicht den Kandidat zum Durchlesen. Ich möchte es nochmal empfehlen. So, und... ist auch jetzt nicht übermäßig dick. Also es hat eine normale Größe. Und wenn euch das jetzt... es hat eine normale Größe, aber wie wir wissen... nee, es steht hier gar nicht. Verdammt, ich habe gedacht, ich hätte noch ein Zitat gefunden. Und ja, sprich weiter. Ja, ich weiß gar nicht, was ich mache. Und wenn euch das alles nicht zu kryptisch war, was wir da jetzt eben bekommen hatten, dann schreibt es in die Kommentare, wenn euch es gefallen hat, und dann lesen wir es gerne mit für euch noch durch. Und ich habe das Zitat gefunden. Groß und gut sind selten dasselbe. William Churchill. Okay, gut, das reicht. Wir sehen uns dann schon mit 42. Ist unglaublich, was für Ausmaße das Let's Meet hier annimmt. Ne? Nee. Normal, ne? Nee, ich meinte eigentlich von den Büchern. Wir haben es jetzt in 42 Episoden gelesen. Sachbuchmäßig war die Folge drauf. Nee, ich finde wirklich 42 Episoden. Let's Meet ist schon ganz schön angewachsen. Ja, es ist gerade nur 41. Wer weiß, ob sie eine 42. Folge geben wird. Ja, es wird auch noch 100. Zumindest mit uns beiden. Wir werden sehen. Wir werden es erleben. Ihr werdet es erleben. Macht's gut. Ihr Psychopathen da draußen.